Hallo, liebe Seele, herzlich willkommen zu deinem Tagesorakel heute am Donnerstag, den 11. Juli. Was mir gerade hier durchkommt, bei der Zahl 11 sind die Routen im Lenormand. Die passen so ein bisschen zum gestrigen Tagesorakel. Ja. Also falls du das gestrige Tagesorakel nicht gesehen hast, kann ich dir das empfehlen. Über was darf ich sprechen für meine Zuschauerinnen und Zuschauer? Für den heutigen Tag. Was darf ich beleuchten? Wir haben hier die Liebenden. Die Liebenden. Okay, dann die vier Stäbe. Und was bekommen wir noch? Okay, oh, schon wieder Stablastik. Wahnsinn. Wahnsinn, diese Woche ist sehr, sehr stablastig. Und die 10 Stäbe. Okay, schauen wir mal. Ich möchte allerdings gleich Lenormand dazulegen. Genauere Informationen. Weil mit den 10 Stäben haben wir hier wieder eine gewisse Belastung mit drin, einen gewissen Druck mit drin. Es geht um Verbindungen, um Menschen, die du näher kennst, denen du oder die dir nahestehen sozusagen. Das muss nicht. Viele denken bei den Liebenden immer, oh, es geht um den romantischen Bereich. Kann sein. Durchaus. Es kann um eine Liebesbeziehung gehen oder eine Ehe oder so. Muss allerdings nicht. Menschen, die dir nahestehen, ja. Die du sehr, sehr gut kennst. Wo eine große Vertrautheit da ist. Menschen, die sich anfühlen wie Familie. Ich nehme hier wahr, dass es um zwischenmenschlichen Bereich geht. Ja. Hier liegt das Glück auf Verbindungen. Das Kleeblatt. Also man darf hier mit einem positiven Ergebnis rechnen. Ja, man steht hier irgendwie wieder unter Druck. Aber das Kleeblatt sagt, man darf einen positiven ausgehen. Was auch immer für Druck hier ist oder was für Schwierigkeiten hier sind oder Belastungen, die wird man leicht überwinden. Ja, also hier kündigt sich eine positive Phase an oder positive Wendungen. Du darfst optimistisch sein. Die Kleeblätter oder das Klee steht oder kündigt Glück und Freude an, ja. Eine positive Entwicklung. Ja, in Herzensangelegenheiten. Okay. Hier geht es nicht um Menschen, die dich misshandeln, die dich ausrauben, dich täuschen, dich betrügen, die dich hassen. Hier geht es um Verbindungen wirklich von Herz zu Herz, ja. Das können Freundschaften sein, wie gesagt, Familie oder romantischer Natur. Hier wird sich für das Herz entschieden, ja. Also hier werden Entscheidungen getroffen. Die Liebenden stehen auch häufig für Entscheidungen, die basierend auf dem Herz getroffen werden. Der Liebe. Die Liebe siegt hier. Ja, durch die Liebe wird man hier eine positive Entwicklung reinbringen. Die Liebe bewirkt hier eine positive Entwicklung. Liebe, Mitgefühl, Herzenswärme. Ja, die Wolken, die stehen für Spannungen in diesem Bereich von Familie oder Freunde, deinem bekannten Umfeld, wo du sagst, ja, diese Menschen, die gehören so zu meinem Leben dazu, die sehe ich oft, mit denen habe ich oft zu tun, die stehen mir nahe. Und
die Wolken zeigen an, dass es kritisch wird, wenn es Unklarheiten gibt. Missverständnisse kommen mir herein. Und ja, das wäre dann schade, wenn sich Menschen Tränen oder verkrachen oder wenn hier Verbindungen vergiftet werden aufgrund von Missverständnissen, ja, weil hier ist definitiv das Herz angezeigt und wahre Gefühle, wie man immer so schön sagt, Liebe, Wohlwollen, Verbundenheit. Und die Leichtigkeit, die wird halt eben sehr getrübt, wenn Unklarheiten herrschen und diese Unklarheiten ja nicht aufgedeckt werden, der Fuchs. Also es ist wichtig, dass man immer offen miteinander umgeht, offen und ehrlich. Okay, weil den Fuchs nehme ich jetzt hier nicht als falsch wahr. Das könnte höchstens die Vermutung sein, ne? Das sind diese Missverständnisse. Ah, der und der hat das wieder gemacht und der hat das so bestimmt so gemeint und... Ja, Missverständnisse. Ja, mit dem Baum. Noch ein Hinweis, dass es sich um deine Familie drehen kann. Gerade wenn es um deine Herkunftsfamilie vielleicht geht, deine Wurzeln. Ansonsten, wenn es das nicht ist, dann eben Menschen, die zu deinem festen Umfeld gehören, so wie ich es eben schon gesagt habe. Okay. Menschen, die ein fester Bestandteil quasi eben waren in deinem Leben. Was ich hier noch weitergeben soll, oder was ich hier sehe, ist, dass hier Verbindungen viel aushalten. Diese Verbindungen halten hier viel, viel aus. Sie halten viel aus. Sie sind ein Fels. Stark wie ein Baum. Stark wie ein Fels. Wie ein Berg. Sehr stabile Energie, die ich hier habe. Okay, bei allen Belastungen und Problemen oder Schwierigkeiten oder Unklarheiten oder Missverständnissen, hier halten Verbindungen viel aus. Und es lohnt sich hier, Missverständnisse aufzuklären. Es lohnt sich hier, Gespräche zu führen. Es lohnt sich hier, lieber zweimal nachzudenken, ob man getrennte Wege geht oder ob man hier in Streit ausartet oder so. Also, da sollte man wirklich zweimal drüber nachdenken. Und ja, sich fragen, ob es nicht besser ist, erstmal in die Ruhe zu gehen, zur Ruhe zu kommen, anstatt dass man aus Spannungen herausspricht oder aus den Emotionen oder Impulsen herausspricht oder handelt, anstatt erstmal nachzudenken, hier und vielleicht diplomatisch an die Sache ranzugehen oder sachlich oder geschickt mit Schleue, mit Verstand, ja. Eine wunderschöne Karte. Eine meiner Lieblingskarten in dem Deck, der Donnervogel. Eine übernatürliche Kraft schreitet jetzt hier ein, schaltet sich ein. Führung. Führung aus der geistigen Welt, Führung von einer höheren Macht. Jeder hat eine Aufgabe im großen Plan. Wandle dein kraftvolles inneres Feuer in Licht. Ja, benutze dein Feuer nicht für das Ego, ich mag nicht immer Dunkelheit sagen, weil ich finde die Dunkelheit auch schön, ja, sonst, wenn man nur im dunklen Nachthimmel sieht man die Sterne, ja, dein kraftvolles inneres Feuer, das sind die Wolken hier, das sind die Emotionen, das Temperament,
Wandle es in Licht. Wie kann man lichtvoll mit Situationen umgehen? Okay, in einer möglichst hohen Schwingung hier. Okay. Liebe Seele, ja, das kann ich für heute weitergeben. Wenn du magst, sehen wir uns gern beim nächsten Orakel. Mach's gut. Bye, bye.